Ein herzliches Hallo nach draußen an unsere Zuschauer. Ich befinde mich hier in den heiligen vier Wänden von Schauspielerin Maren Gilzer. Ja, Maren, vielen Dank, dass du uns hier willkommen heißt und quasi Einblicke in deinen Schuhschrank gewährleistest. Ja. Sag mal, wie viele Paar Schuhe verbergen sich denn da? Naja, das sind so ungefähr 200 Paar, wobei ich jetzt auch kräftig ausgemistet habe, mich mal von meinen alten Schätzchen getrennt habe. Aber so mit Flipflops kommt man da schon ganz schnell auf diese Summe. Ja, was wäre denn, oder was ist deine bisher schönste TV-Erfahrung gewesen? Nun ja, fast 16 Jahre in aller Freundschaft war natürlich schon eine tolle Erfahrung. Ich habe da auch sehr viel gelernt und es war super, auch Tatort war super. Aber ich habe so viele tolle Sachen erlebt, also auch die Glücksradzeit. Da war es nicht nur die Arbeit im Studio und die Zusammenarbeit, ja auch mit den Fans. Also da hatte man natürlich einen direkten Kontakt zu den Fans, die einen mit Geschenken überhäuft haben. Hast du vielleicht einen Kindheitsheld oder eine Kindheitsheldin, die dich dazu auch bewegt hat, genau das zu machen, was du heute tust? Eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich als Kind immer Tänzerin werden. Die Schauspielerei, darauf kam ich erst viel später. Als ich als Model gearbeitet habe und da hat man ja dann noch viele Castings für Werbespots und dann haben die immer gesagt, Mensch, du hast so viel Talent, du musst Schauspielerin werden und mach das mal. Und dann habe ich Schauspielunterricht genommen und habe dann wirklich festgestellt, dass es etwas ist, was mir sehr viel Freude macht. Ich habe gelesen, du warst auf den Laufstegen von Karl Lagerfeld, Thierry Mugler und also Wahnsinn. Ja, so vor, ich weiß nicht, war es 30 Jahren und 15 Kilo weniger. Die Figur, die stimmt immer noch. Also, gibt es vielleicht einen Tipp, den du unseren vielleicht Nachwuchsschauspielern, unseren Zuschauern mitgeben könntest, was beachtet werden muss, wenn man auch eine Karriere im Schauspielbereich anstrebt? Also egal welche Karriere und egal, ob es in den Medien irgendwie stattfindet, man braucht ein dickes Fell. Man darf die Dinge nicht zu persönlich nehmen, auch wenn irgendetwas in der Presse übereinsteht und die schreiben halt immer was. Man muss sich immer sagen, nichts ist so alt wie die Presse von gestern und das geht alles vorbei. Aber man muss schon wirklich ein verdammt dickes Fell und Durchhaltevermögen haben und auf jeden Fall immer ein festes finanzielles Standbein im Hintergrund. Am besten mehrere Eisen im Feuer haben, mit denen man sein Geld verdient und möglichst auch mit Dingen, die in der Medienwelt nicht stattfinden, weil die sind leider in Deutschland nicht sehr kontinuierlich und auch nicht immer sehr gut bezahlt. Und insofern ist es ganz gut, wenn man noch was anderes im Petto hat. Also lernt was Anständiges. Das sagte Mutti auch immer. Maren, hast du ein Lieblingspaar Schuhe, so um ein bisschen in die Richtung von Budapester gehen zu wollen? Gibt es einen Schuh, mit dem du viel erlebt hast oder schon ziemlich lange hast zum Beispiel? Ja, also ich habe ganz viele Schuhe, die uralt sind, aber da macht sich dann eben auch die gute Qualität bemerkbar. Und da sind auch Budapester dabei, die ich eben dort großartig mal gekauft habe. Das wollte ich hören. Genau, also ich muss natürlich sagen, dass Budapester der Laden in Berlin ist mit den tollsten Schuhen. Der hat halt die Designerschuhe, die kann ich mir nicht immer leisten, aber wenn ihr einen Sale habt, bin ich natürlich dann da. Aber ja, die Schuhe, die sind einfach schon klasse. Und ich habe ein paar flache mal bei euch gekauft und das sind meine Schuhe, die ich eigentlich fast immer trage. Die sind dementsprechend schon ein bisschen vergurkt. Und da müsste ich mir mal einen Ersatz jetzt bei euch zulegen. Teil von den Schuhen, würde ich einfach mal behaupten. Wie viele Paar Schuhe haben wir schon geklärt gehabt? Und mich interessiert noch dein allererstes Erlebnis bei Budapester Schuhe. Kannst du dich daran erinnern? Ja, und zwar hatte ich mir da auch, die habe ich auch noch ein paar schöne Glitzerschuhe gekauft. Ich weiß noch, wie ich in dem Laden war und habe die Schuhe um mich verteilt und habe dann mächtig die Kreditkarte glühen lassen. Das weiß ich noch. Und meine Freundin war dabei und saß daneben und sie ist, bist du irre? Und ich, man gönnt sich ja sonst nichts. Den würde ich ganz gerne nachher nochmal sehen, den Schuh. Zu guter Letzt, hättest du für unsere Zuschauer den ultimativen Styling-Tipp?
ultimativer Styling-Tipp ist für mich eigentlich, dass es zu jedem Anlass die richtige Kleidung gibt. Man kann was ganz Schlichtes anziehen. Wichtig ist einfach wirklich der Schuh. Der Schuh bestimmt für mich, ob das Outfit jetzt casual ist oder elegant. Ob ich jetzt ein Highlight setzen will, ob ich will, dass mir die Kerle hinterher gucken, oder aber ob ich es bequem haben will, ob ich in den Schuh auch noch 2 Stunden tanzen möchte. Also der Schuh ist einfach das wichtigste Accessoire überhaupt. Und insofern finde ich es ganz legitim, wenn Frauen Schuhfetischisten sind. Also bei 200 Paar Schuhen machen, zählst du dich da als Schuhfetischistin? Oh ja, doch unbedingt. doch, das ist schon ein Laster von mir. Es ist auf jeden Fall so, dass ich mehr Schuhe habe, als man unbedingt haben müsste. Aber das macht natürlich auch wirklich Spaß. Und es ist für mich jedes Mal ein tolles Erlebnis, wenn ich ein neues Kleid habe und ich habe dazu den perfekten Schuh. Und man sagt, ja Wahnsinn, wie hast du nur das zusammen? Oh, den habe ich schon seit 2 Jahren im Schrank und jetzt mit dem Kleid, da kommt der erst so richtig zum Einsatz. Und dementsprechend, Schuhe kann man nicht genug haben. Also liebe Damen, der perfekte Schuh muss es sein, damit das Outfit stimmt und macht was aus eurem Aussehen. Ich habe noch die letzten paar Quick Questions, nenne ich das mal ganz liebevoll. Ich gebe dir 2 vor und du musst mir rasant antworten, welches es ist. Ja. Auf den Lippen rot oder nude? Nude. Im Kino, Popcorn süß oder salzig? Süß. Morgens Kaffee oder Tee? Kaffee. Im Urlaub Strand oder Pool? Oh, Strand auf jeden Fall. Couch oder Sport? Couch. So, und der letzte, flach oder High Heel? High Heel. Liebe Damen, liebe Zuschauer, liebe Herren, ich freue mich hier heute bei Maren Gilzer gewesen zu sein. Vielen Dank nochmal für die Einblicke. Ich wünsche euch was und bis zum nächsten Mal bei Budapester TV. Bis bald.